Das Breeza Powertrip Evo, das haben wir jetzt wieder hier. Hallo Volker, guten Morgen können wir jetzt ausnahmsweise mal sagen, weil für alle Leute, die uns jetzt gucken, wir zeichnen diese Folge früh um 7 auf. Einfach aus Corona-Gründen, wir beiden sitzen hier weit entfernt und die Werkstatt, die natürlich sonst normalerweise hier Betrieb hat, weil natürlich Werkstattbetrieb auch erlaubt ist, die wäre hier da. Und um das Ganze ein bisschen sicherer zu machen, haben wir uns entschlossen, zu einer Zeit, die mir nicht ganz gefällt, um 7 Uhr ja, hier zu sein. Aber dir gefällt die Zeit, du bist fast immer hier. Für mich ist die Zeit völlig okay. Okay, na? Aber du hast uns mit Kaffee versorgt. Schön, dass du da bist. Ja, und du hast uns mit Kaffee versorgt und Das passt schon wunderbar. Ja, jetzt gehen wir aber mal, jetzt müssen wir uns langsam mal beeilen zum Fahrrad. Was haben wir denn hier für eins und was ist das Besondere an diesem Rad? Wir haben hier das Breeza Powertrip Evo als Herrenvariante diesmal hergestellt. Für uns ein Rad, was letztes Jahr super gelaufen ist, was sehr zuverlässig ist, was alltagstauglich ist und wir damit die besten Erfahrungen gemacht haben die letzten Jahre. Mhm. Du, also es sieht, finde ich, von der Farbgebung her, dieses Rad, sehr interessant aus, so grün. Es wirkt nicht so aufgesetzt, nicht so heftig und es wirkt einfach für mich sehr dezent. Besonders ist, was mir auffällt jetzt schon mal, es gibt eine Nabenschaltung, richtig? Ja, ja. Also zwei Sachen, René, was du ansprichst. Also Farbe gefällt uns auch sehr gut, weil die meisten Fahrräder sind momentan schwarz, grau, irgendwas. Mhm. Und hier hat man einen dunklen Farbton, aber trotzdem ein paar Nuancen mit drinne. Mit dem Grün und Schwarz abgesetzt, das gefällt uns sehr gut. Nabenschaltung ist natürlich eine sehr pflegeleichte, wartungsarme Geschichte, die hier für unsere Region mit den 8 Gängen eigentlich völlig ausreicht, um in der Stadt unterwegs zu sein, um mal eine Tour im Neuseenland zu machen, reicht an Schaltmöglichkeiten völlig aus. Ja, und das Schöne ist, ihr habt das Rad vorrätig, man kann es probefahren dadurch und auch wirklich live mal testen. Was mir noch auffällt ist, es gibt einen klassischen Gepäckträger, richtig, du hast irgendwie gestern oder sowas gesagt, mal mit Mausefalle. Das heißt, da kann ich richtig was reinklemmen, weil viele Räder haben das ja nicht mehr, das finde ich immer sehr bedauerlich, aber der hat es noch und hat rechts und links zwei Halterungen für so ganz klassische, wie nennt man das, Fahrradtaschen, ne? Zum Beispiel Fahrradtaschen, Business-Tasche, Laptop-Tasche kann man dort einhängen. Mhm. Die Mausefalle wird eigentlich nicht mehr so oft genutzt, wird ganz viel mit Spanngurten gearbeitet, dass man dort das Gepäck festmacht. Aber es gibt immer noch Liebhaber dieser Mausefalle. Mir gefällt es. Jetzt haue ich gleich gegen mein Mikro, aber das ist egal. Ja, eingebauter Akku, das sehen wir auch. Das heißt, der ist schön drin, dadurch wirkt der Rahmen. Natürlich ist er an der Stelle ein bisschen voluminös, aber der Akku ist schön drin. Was hat er für eine Leistung, der Akku? Der Akku hat 500 Wattstunden, bedeutet also, ich komme im Alltagsverkehr über um die 100 Kilometer auf alle Fälle, also hier bei uns in der Region. Also wenn es nicht gerade ganz steil nach oben geht. Richtig. Und ich gehe mal ganz vorsichtig hin, ohne dir zu nahe zu kommen. Hier kann man mal zeigen, dass die Ladebuchse ist gleich hier direkt eingebaut in den Rahmen. Und wenn wir einfach mal hier sind und ganz vorsichtig sind, können wir auch gleich mal das Gerät uns angucken. Und zwar haben wir hier zur Akkuladesäule. Dann haben wir hier die einzelnen Stufen, die können wir mal rumschalten. Das heißt, wir haben Eco, wir haben Sport, wir haben bis Turbo. Und was ich spannend finde, ist, dass wir hier noch eine Range haben. Das heißt, im Sportmodus kommen wir noch 12 Kilometer weit. Das heißt, man kann es ein bisschen berechnen und theoretisch müsste jetzt weniger werden. Im Turbo-Modus 11 Kilometer und wenn wir im Eco-Modus sind, kommen wir 29 Kilometer weit. Das macht mir Lust, Volker, das mal wirklich zu testen, ob die Werte auch wirklich stimmen. Wobei ich nicht den Eco-Modus testen würde, sondern ich würde, glaube ich, den Turbo-Modus testen. Ne? Das kannst du gerne machen, René. Ja. Wir können auch, also mit dem Akku, klar, du kannst den Akku laden im eingebauten Zustand, in diese Ladebuchse hier oben, aber man kann den natürlich auch, obwohl er integriert ist, rausnehmen und im Hotel oder woanders oder im Winter dann mit reinnehmen, dass man... Gut, dazu gibt es übrigens auch ein Video, wie man Akkus im Winter pflegen sollte. Das können wir hier oben auch mal hin verlinken. Und ein Bosch-Motor hat es. Hier ist verbaut der Bosch Active Line Plus, ein
bewährter Motor über Jahre, jetzt wieder wird ständig überarbeitet, verbessert, wiegt etwas über 3 Kilo, ist ein sehr harmonischer Motor, sehr bewährt im Zusammenhang mit der 8-Gang-Nabenschaltung und ist agil, harmonisch, also ist für den Alltagsgebrauch eigentlich sehr, sehr angebracht. Ja. Und dazu fällt mir noch auf, also das Display ist relativ, würde ich sagen, übersichtlich. Da hat man jetzt nicht so viel Schnickschnack, aber trotzdem okay. Und was mir noch auffällt, ist, man kann das kann man bei den meisten Rädern, den Lenker verstellen. Höhenverstellbar, ja, das je nach Sitzposition. Hier hast, ne? Hier hast du alle Möglichkeiten, den Lenker einzustellen. Also sprich, wie auch bei einem klassischen Trekkingrad, dass ich das Fahrrad im Prinzip auf die Ansprüche und Erfordernisse des einzelnen Fahrers anpasse. Ja, was gibt es noch zu sagen? Ja. Scheibenbremsen, ganz klassisch. Große Radwelt vorbeikommen, angucken, ausprobieren. Ja. Wo findet man euch? Uns findet man im Süden von Leipzig in Markkleeberg, direkt auf dem Marktkaufgelände. Wir haben genügend Parkplätze vor der Haustür. Bitte vorher, in der jetzigen Zeit, bitte vorher anmelden, per Telefon oder Mail. Termin vereinbaren. Termin vereinbaren und dann sind wir für euch da und können euch das Rad vorstellen. Okay, dann sag mal an dieser Stelle vielen Dank, Volker. Sehr gerne. Schönes René. Rad, gefällt mir. Und gibt es noch zum Licht irgendwas zu sagen? Nee, ne, das haben wir eigentlich alles. Nee, Licht ist normales, helles LED-Licht, wo ich auch gut gesehen werde. Also gut gesehen werde und jetzt im Alltagsgebrauch auch genügend sehe damit. Ja, vielleicht doch noch eine Geschichte, die mir so auffällt. Vielleicht mal guck mal her hier hinten, wenn du magst. Das ist ja hier hinten wunderschön integriert, das ist schön. Integriert ja. in diesen Sattel rein. Ja, das gefällt mir auch immer. Sind und so kleine Gimmicks. Hat sogar Licht nach oben. Das ist so ein Gimmick, wenn wir oben auf dem Flugzeug kommen würden, würde es uns auch sehen. Na, oder wenn du mit der Drohne filmst. Ja, das ist echt praktisch. Ja, also damit sagen wir jetzt Tschüss aus der großen Radwelt. Abonniert unseren YouTube-Kanal und ihr erfahrt immer das Neueste über Fahrräder. Noch ein Tipp vielleicht, wir haben auch mal ein Video gemacht über E-Bikes mit tiefem Einstieg. Das ist sehr beliebt. Einfach hier oben auch, wir verlinken es jetzt dorthin. Einfach mal draufklicken und sich das mal angucken. Bis dann, tschüss. Ciao.